Hallo, meine Haselains. Das ist Bill. Bill ist ein billiger Abklatsch von Bill Spencer von Reich und Schön, in den ich schon seit Jahren verliebt bin. Bill liebt Pink, wie man sieht, und deshalb passt er ganz gut ins Video. Ich wollte euch nämlich meine liebsten Frühlingslippenstifte zeigen. Und ja, wenn ihr euch fragt, wo Bill herkommt, Bill ist ein Geburtstagsgeschenk für meine Oma von ihren Arbeitskollegen. Meine Oma arbeitet im Pflegeheim. Und das hat sie bekommen. Also diesen netten jungen Mann. Der junge Mann ist allerdings relativ nackt und meine Oma würde jeden Tag, wenn sie ihn sieht, einen Herzinfarkt bekommen. Das will ich natürlich nicht, deshalb habe ich ihn abgenommen. Passen wir nicht super zusammen? Ja, ich versuche jetzt mal, Bill etwas... ist er noch? Jo. Ganz ruhig, Bravo, ganz ruhig. Macht er mich an, ne? Ich will euch meine Lieblingslippenstifte zeigen. Ich werde sie nicht auftragen, weil ich zurzeit ganz empfindliche Lippen habe. Ich mache zurzeit auch eine Carmex-Kur. Und irgendwie macht er mir schon Angst. Und ja, deshalb will ich nicht meine Lippen damit noch reizen. Ich werde im Sommer auf jeden Fall noch ein Lippenstift-Video machen. Und ja, wie gesagt... Da werden dann Lippenswatches kommen. Ich swatch euch die definitiv auf der Hand. Einmal wäre das MAC Cindy und MAC Gaga. Ups, Lane. Das wären diese beiden hier. Ein roter und ein blaustichiges Pink. Die sind Limited Edition. Ich habe mir den Gaga jetzt nochmal bestellt. Ich glaube, vor 2 Wochen war das im Online-Shop. Den Cindy. Weil ich davon ein Backup haben wollte. Und ja, wie gesagt, ich glaube, jetzt geht es aber nicht mehr, MAC Online so zu bestellen. Müsst aber schauen, meine Haselains. Ich habe Angst. Männer sind so nervig. Entschuldigung, Haselains, aber ich wollte euch die Freude machen und euch Bild zeigen. Ich zeige euch ja immer alles, was ich neu habe. Und Bill habe ich nun mal definitiv neu. Das sind die zwei Farben. Einmal der Gaga, der Cindy, ach, ich verwechsel die immer. Der Cindy und der Gaga. Der Cindy wirkt bei mir auch pinkstichig auf den Lippen. Und der Gaga ist schon sehr blaustichig. Also mit dem Gaga müsst ihr schauen, falls ihr den noch kriegt, ob er euch steht. Weil ich finde, der Gaga steht nicht jedem. Also da müsst ihr schon... gucken, wenn ihr ein kühler Typ seid, dann ist das kein Problem, aber warme Typen mit einem blaustichigen Pinkton, das ist dann schon ein bisschen grenzwertig. Ich müsste schauen, meine Haselains, ob das bei euch geht. Das sind die beiden Schätzeleins. Ich hoffe, euch geht's gut und genießt das Wetter, es ist ja so schön draußen. Dann haben wir noch die Nummer 13 von den Rouge Voluptés von Yves Saint Laurent. Das ist jetzt ein blasserer Pfirsichton. Ich sage blass, wenn ihr den jetzt seht, werdet ihr, also es ist wirklich ein Pfirsich. Wenn ihr den jetzt seht, werdet ihr sagen, der ist doch nicht blass. Ich will es mal so sagen, es gibt noch eine viel knalligere Farbe. Die sind super cremig. Ich finde, da müsst ihr eine Base drunter machen. Aber die haben auch einen ganz tollen Glanz. Ich liebe die. Das ist jetzt, wie gesagt, die Nummer 13. Und... ich finde ihn klasse. Ich finde ihn wirklich schön. Und im Sommer trage ich dann diesen ganz grellen, aber den zeige ich euch nochmal. Dann auch so eine Richtung. Ich finde eine schöne Alternative, falls euch der Rouge Volupté zu teuer ist, von P2, der 070 Regent Street. Das ist dieser Haufen hier. Sieht bei mir etwas scheiße aus. Ist geschmolzen, weil die auch relativ cremig sind. Und der ist noch etwas rötlicher als der Yves Saint Laurent, aber es ist schon, eine Ähnlichkeit ist schon da, das ist dieser hier. Hat auch so einen schönen Pfirsicheinschlag, es geht einfach nur noch ein bisschen mehr ins Rötliche, aber finde ich auch total hübsch. Also wirklich schön und die haben auch so einen schönen Glanz, allerdings sind die auch wie gesagt schon sehr cremig. Base, eine Base drunter machen auf jeden Fall. Dann mein All-Time-Favorite ist, wisst ihr ja, das ist der MAC Hue, der Leberwurst-Lippenstift. Der ist wirklich klasse. Das ist halt so ein, ich zeige ihn euch nochmal so, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, der Hue von MAC.
HUE im Standardsortiment. Der ist, hat auch einen leichten Pfirsich-Rosé-Einschlag, ist aber wesentlich blasser als die anderen, ist halt einfach ein Nude-Ton, den ihr auch zu allen Lippenstiften wunderbar allen Lippenstiften, allen Augen-Make-ups wunderbar kombinieren können, finde ich wirklich ganz, ganz toll. Super schön, hat auch einen tollen Glanz und klasse Lippenstift, liebe ich zu allem. Also den liebe ich auch im Winter, muss ich auch dazu sagen. Allerdings finde ich ihn im Sommer schon so sehr, sehr süß, wenn man nur Wimperntusche drauf hat, leicht gebräunt ist und dann der Hue. Er ist auch nicht ganz so blass wie der Miss von MAC. Von daher finde ich den im Sommer, wenn man gebräunter ist, schon richtig toll, richtig süß. Und zu dem Smoky Eye wirkt er sehr, sehr sexy, weil er schon so einen leichten Rosé-Stich mit drin hat. Finde ich total klasse. Dann von Rimmel zum zweiten Mal nachgekauft ist der Airy Fairy. Letzten Sommer habe ich den ganz häufig getragen. Dieses Jahr wird es aber definitiv mein Frühlingslippenstift. Passt super zu fliederfarbenen oder lilafarbenen Augen-Make-up. Das ist ein blasser Rosenholzton. Relativ matt, muss ich sagen. Das ist dieser hier. Und er hat, wie gesagt, so einen schönen Fliedereinschlag. Deshalb sage ich, den könnt ihr super toll zu lilanen und fliederfarbenen Augen-Make-ups oder Kleidung tragen. Der ist richtig toll. Also bei mir auf den Lippen kommt der Fliedereinschlag schon sehr, sehr raus. Aber richtig geil. Ganz toller Lippenstift und kostet ganz wenig. Und ich finde ihn auch von der Aufmachung her hier so mit diesem kleinen eingestanzten schon sehr edel. Also für einen Drogerielippenstift richtig toll. Alles wieder zumachen. Dann der von Chanel, der ist leider limitiert, aber vielleicht findet ihr ja einen Farbton davon. Also auch so einen ähnlichen. Es sollen ja nur Anregungen für euch sein. Und zwar von Chanel aus der Sommer Limited Edition letztes Jahr, die 167. Ich hoffe, ihr seht das. Das ist ein ganz krasser Pinkton. Den habe ich auch schon mal in einem Video getragen im Sommer letztes Jahr. Und den finde ich auch klasse für den Frühling. Man muss natürlich mit dem Augen-Make-up vorsichtig sein. Aber wenn ihr nur Wimperntusche tragt und dann einen glitzernden goldenen Eyeshadow, so ein bisschen eure Hautfarbe, einfach nur mit goldenem Schimmer. Ich denke jetzt gerade an den Children Eyes von MAC. Ich weiß, ich bin besessen von ihm, aber es gibt ihn ja leider nicht mehr. Aber ihr könnt ja trotzdem mal schauen, ob ihr sowas in der Art findet. Weil gerade im Sommer finde ich so glitzergoldene Lidschatten mega geil. Und das ist dieser hier. Also der, ich finde von beiden seht ihr das besser, er knallt richtig. Also daneben hier der Rimmel Airy Fairy, der kackt ganz schön ab gegen den Chanel. Also es ist ein mega geiler Pinkton. Er hat schon Glanz, aber nicht so extrem. Also er ist wirklich perfekt, auch so vom Glanz her. Dann habe ich ein super Schnäppchen gemacht von Lancôme. Die Color Fever Shine Lippenstifte, die gehen ja aus dem Sortiment. Allerdings die Farbe, die ich haben wollte, war nie runtergesetzt bei uns, weil das halt die schönste Farbe war. Und das ist die 306. Und dann habe ich durch Zufall gesehen, weil ich einer Kundin einen Lippenstift rausgeholt habe. Dachte ich, 19 Euro? Hallo, ist das nicht deine Farbe? Und das ist die Farbe, die ich schon immer kaufen wollte. Und dann reduziert habe ich die gekauft, weil ganz einfach, ich weiß nicht, die waren alle reduziert, modernisch. Und ich dachte mir halt so, nee, dann kaufst du den nicht. Ich meine, ich kaufe mir auch Chanel-Lippenstifte oder Yves Saint Laurent-Lippenstifte, die kosten auch 28 Euro, 29 Euro teilweise. Aber ich weiß nicht, wenn alle reduziert sind, dann will ich die Farbe auch reduziert kaufen. Wie gesagt, das ist die Farbe 306, habe ich euch ja gezeigt. Und es ist ein Pinkton. Und er ist vergleichbar vom Finish her wie die MAC Luster. Ganz, ganz schier. Allerdings glänzt der viel mehr noch als die MAC Luster Finisher. Das ist ein kühles Pink. Und das ist dieser hier. Der ist richtig toll. Kommt auf meinen Lippen ganz, ganz toll und intensiv, weil ich ziemlich rote Lippen habe. Ich zeige ihn euch so nochmal. Also den finde ich, auf den habe ich schon ganz lange gewartet. Der ist so toll. Jetzt habe ich ihn mir endlich gekauft. Dann, ihr wisst, von Chanel gibt es die neue Rouge Coco Shine-Serie von den Lippenstiften. Ich habe zwischen zwei Farben gespannt. Diana, ich habe dir Scheiß erzählt. Ich wollte erst die 54 Adventure, habe mich aber jetzt für die 56 Chance entschieden. Ich denke, dass der Chance heißt, weil die Parfums von Chanel aus der Chance-Reihe haben so eine pinke Verpackung. Und original wiegt diese Verpackung
sieht der Lippenstift aus. Das gleiche Pink, also wirklich genau dasselbe Pink. Und das ist dieser kühle Babyrosaton. Und auf diesem Lippenstift steht auch Franzi drauf. Oder müsst ihr doch zugeben. Der ist so, 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 so schön, so süß. Und den habe ich heute auch drauf. Den kann ich euch gleich so zeigen. Na, ist so ein ganz natürlicher Pinkton. Brauche ich euch nicht swatchen, den seht ihr gleich so. Und der hat auch wirklich einen tollen Glanz. Also über den braucht ihr auch kein Lipgloss drüber machen. Und er ist halt auch wieder sehr, sehr kühl. Und ich finde, er passt so toll zu mir. Und ich war verliebt und musste ihn kaufen. Die sind bei 27,95. Die sind etwas günstiger als die normalen Rouge Coco Lippenstifte, die ja mehr Farbe abgeben, einfach weil die normalen Rouge Coco Lippenstifte mehr Farbe abgeben. Aber ich finde so Scheinsachen für den Frühling-Sommer schon viel schöner als dieses extrem stark deckende. Finde ich echt schön. Dann wollte ich euch noch was fragen, meine Haselains, ihr Süßen. Und zwar mache ich zurzeit nicht nur eine Carmex-Kur, sondern auch eine Aufbaukur für meine Nägel. Ich habe die gestern komplett abgefeilt. Und habe die erste Schicht vom Mikrozell 2000, das ist dieser sehr, sehr härtende Nagellack. Und ich wollte fragen, ob ihr da, wenn ich damit fertig bin, das dauert 3 Wochen, aber trotzdem wollte ich wissen, ob ihr dazu eine Review von mir sehen wollt. Es gibt schon 3-4 Reviews auf Deutsch hier auf YouTube. Ob ihr da was von mir sehen möchtet oder nicht, reicht euch das, was jetzt auf YouTube dazu gezeigt wurde. Wie gesagt, ich kann dazu noch nichts sagen. Ich habe ihn mir gekauft, er kostet 13€ und ich bin mal sehr gespannt, wie er wirkt. Ja, meine Haselines, komm noch mal mit ins Bild, tu dich gefälligst verabschieden von meiner Haselines. So. Wir wünschen euch ein wunderschönes Restwochenende. Genießt den Tag. Tschüssi, Haselines, ich hab euch lieb.